Hallo und willkommen zurück. Wir sind ja im kleinen Loot-Paradies sozusagen. Hier gibt es jede Menge Sachen zu holen. Du bist on Kompott. Und ich bin on Kompott, genau. Man könnte auch sagen, ich sollte endlich mal abnehmen. Könnte das auch heißen. Aber Keks hat gestern gesagt, ich sehe sehr gut aus mit dem Bart. Hast du das gehört? Ja. Jawohl. Und wenn Männer schon Männern Komplimente geben, ne? Das hat Seltenheitswert. Ja, das muss man sich schon rot im Kalender ankreuzen. Mhm. Da bin ich quasi, mein Ego ist da so weit von gestiegen. Kannst du dich beeilen? Kommt der Große? Naja, er hört sich näher an. Und er rennt ziemlich schnell. Warst du hier im Keller? Ja, da war der Joystick. Ach, du hast ihn schon geholt mal wieder. Mann. Ja, wenn du es und war doch gut. Ich würde gerne auch mal sehen. Ja, dann guck gleich. Weil... Jetzt würde ich erstmal gerne eine Schnellreise zurück machen. Was ich nicht kann, weil ich an Kampot bin. Meist was weg. Da hinten kommt ein Fetti, ja? Also glaubst du wirklich, ich sollte jetzt noch die Zeit mir nehmen, was wegzuschmeißen? Sonst ein Stück mit dem Fahrrad fahren. Einfach nur weg von hier. Aber ein bisschen blind. Kann das sein? Ja, Gott sei Dank sind die Fettis blind, sonst hätten wir ein Problem. Schon öfters gehabt. Da irgendwie hier sind, kann man auch looten. Und Kompott. Ja. Dann guck ich mal, was ich wieder wegschmeiß. Was ist denn für Wind?
krieg Ärger. Komm, Hunde. Ja, schon Zielfernrohr und so weg anschmeißen, nur um mein Gewicht zu erreichen. Oh, wir können. So, dann müssen wir jetzt nach Fasterborg, ne? Wofür? Hallo Cedric, Gamer 14. Die Nebenmission fertig. Die ist doch fertig. Ach nee, da ganz hinten ist noch eine. Oh, Entschuldigung. Noch das Joypad zurückbringen. Okay. Das kann ich auch theoretisch schnell machen und dir nachreisen. Nein, ich bin ja schon mit. Bin doch schon da. Attacke. Echt jetzt? Wieso brenne ich? Tauziehen, Stufe 2 abgeschlossen. Jungs sind hier noch an Schrauben. Jungs? Ja, Jung und Mädel halt. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Ja, ich sehe gar nicht. Nidala ist noch näher ran an die Hauptmission. Ja. Erstens das und zweitens packe ich erstmal schnell was weg. Kannst ja machen. Gut geht's und selbst. Wie sagt man so schön, trotz Impfung. Das freut mich. Das ist immer gut, wenn es Menschen gut geht. So muss es sein. Gibt genug Trouble in der Welt. So. Lock. Hauptmission. Also, Praxistest. Du hast Panzerteile von Rivalenmaschinen erbeutet, um damit Kalles alten Laster zu verstärken. Bevor du dich auf den Weg machen kannst, Finks massive Kanone zu zerstören, brauchst du noch ein Bauteil, das es dem Laster ermöglicht, Hindernisse aus der Bahn zu räumen, sowie Informationen über den Standort der Kanone. Völlig überrascht hat Finks sich in einen der Rivalen eine Maschine namens Ebba heruntergeladen und dich auf der Frequenz deines eigenen Walkie-Talkies direkt angesprochen. Zu ihrem Schrecken und ihrer Verwunderung erkannte Veronika die Stimme. Dr. Svante von Ulmer, ihr früherer Forschungsdirektor am FOA 53. Und wie gefällt dir Generation Zero? Steckt der Mann, zu dem sie immer aufgesehen hat, hinter der Katastrophe und allem, was in den letzten Wochen geschehen ist? Dem Verschwinden der Bevölkerung, den zahllosen Toten dieser neuen Welt. Wer weiß das schon? Ja, wer weiß das schon? Das wer weiß das schon ist bezogen auf Story, nicht auf dir das Spiel gefällt, Cedric. So, dann warte ich mal auf dich hier. Ich komm, ich eile. Ich seh's. Ach, hier sind wir wieder. So. Wo bist du denn? Da hinten bist du. Schnell rein. Mhm. Ich komme, ich eile. Nee, du bist, glaube ich, an den falschen Ort gereist. Nö, ich stehe da hinter dir. Ah, jetzt sehe ich dich, ja.
warte mal, das muss ich auch noch abwerfen. So, jetzt bin ich fertig. Ah ja, ich könnte auch noch mal ein bisschen Munition wegwerfen. Jetzt, wo du es erwähnst, hätte man nicht machen sollen. Bam, bam, bam. Ach, wir haben wieder das süße... Ah, da, jetzt steht mein Fahrrad da. Ich dachte, wir hätten wieder das... Du musst erst dein Fahrrad wegfahren, damit ich meins hinstellen kann, Problem. Ich habe ein Fliegenproblem, offensichtlich. Ich sitze schon vor der Kamera und bin nach den Fliegen anpusten, also mich ins Gesicht attackieren. Ich dachte eigentlich, ich hätte einen Wegpunkt gesetzt. Dann muss der quasi genau hinter uns sein, ja. Also ich würde sagen, persönlich, also das ist auch definitiv ein Spiel, was man auch alleine spielen kann. Ja, also die Story ist ja doch recht fest. In the world won't help if we don't have a clear path. The last thing we need is getting roadblocked while aliens are chasing us. Like I said before, not aliens. Whatever they are. They are. Oh, hier dampft es. Und es grillt hier. Ich habe mich gerade dran gewöhnt, dass es nicht mehr grillt und dampft. Nein, halt. Aua. Lauf mich nicht um. Da. Jetzt schon wieder ein Grillhähnchen. Tot. Hast du noch was? Ah, ich hab schon gedrückt. Scheiße. Wieso würden die das Spiel nicht, wenn ich mal fragen darf? Also gab es da eine Begründung zu? Ah, diesmal habe ich einen gescheitert. Gewonnen. Wie viele Punkte? 500. 480? Wie kannst du immer noch? Weil ich einfach besser treffe wie du. Das ist. Ich stehe vor dem Ding und schieß drauf. Ja, vielleicht solltest du dir eine andere Strategie zulegen. Vielleicht gefällt ihm einfach nicht, dass du eben nur da drauf schießt und ja, drauf hältst und so. Kneeflug, zufrieden. Kneeflug, zufrieden. Got the plow. Awesome. Now let's take my magic doohickey. I mean, my device. Out for a test run. Wie kann man das Spiel langweilig finden? Gut, ich gebe ja zu, die KI, die könnte schlauer sein. Das würde das Spiel sicherlich herausfordernder machen. Gebe ich ja ehrlich zu. Das kompensiert das Spiel ja doch wunderschön mit der Menge. Also von daher, ich weiß nicht, wie man das Spiel langweiliger finden kann. Hier sind auch mehr Autos dazugekommen, ne? Mit dem Update. Das war, glaube ich, ein bisschen leerer hier. Langweilig, ich das höre. Guck mal, das Spiel langweilig. Da komme ich jetzt echt gerade nicht drüber. Das ist seine Sache. Wenn er es langweilig findet. Nein, er findet das Spiel ja gut. Seine ganzen Freunde finden das Spiel langweilig. Ach so, er findet es gut. Klar. Weißt du denn schon, wo wir hin müssen? Ja. Warum fährst du... Immer noch scheiße. Warum fährst du dann in diese Richtung? Weil ich nicht einmal rumfahren will und vom Berg fliegen, anstatt vom Berg zu fliegen. Aha, okay.
Geronimo! I was meant for more than this borrowed memory. I was meant to make my own dreams. It is not Svante's voice, Veronica. It is mine. Ich schätze. Roboter. Ein guter Roboter ist ein sterbender Roboter. Wie kann man das? Ich weiß nicht. Kommt da nicht drüber. Langweilig. Dass sie das langweilig finden. Ich finde, ich. Man kann einfach sagen, ich, da hätte ich absolutes Verständnis für wen, die sagt, oh nee, die KI ist mir zu blöd, die verbacken sich ja dauernd. Huge amount of electrical activity at the end of Hissing and Assets Peninsula. That's where we gotta go. Veronica, whatever information you think you glean from this, it will not help you. Nothing will. Wenn er es meint. Machen wir Schnellreise? Ja, ich guck gerade auf die Zeit, wie weit die Aufnahme ist. Jippengeist! Mal schnell wieder Munition wegpacken. Also es ist ja nicht mal versucht, jemanden über irgendeine der offiziellen... Warum brenne ich? Keine Ahnung, man läuft da rum, da durch und man brennt. Ach, hier ist mal früher das Feuer gewesen an der Stelle, ne? Ganz am Anfang, wo man sie trifft, da sitzt sie ja da am Feuer. Anscheinend, glaubt das Spiel, das Feuer steht noch immer da. Okay. Hier unten geht es anscheinend nicht weiter. Weil ich meine, dafür gibt es ja hier. Schneeflug am Laster an. Achso. Dafür gibt es ja, ich sag mal, Discord-Kanäle oder irgendetwas, wo man dann sicherlich Bach nach Finte zum Spielen. I can already see that you want to argue, but I'm more stubborn than you, and I say I'm driving. Aha, wir sollen den Laster eskortieren. Ready to send our special present to Phoenix? Ja, klar. Take care, everyone. I'll provide recon from home base. It really is home, isn't it? It's something worth fighting for. Fetter Laster. Ich sehe langsam für meinen Geschmack. Genau. Sowas von klar. Da
Also ich, wo es gerade mal still ist. Aha. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich spreche einfach was lauter. Also wenn irgendeiner gerade zuguckt, sei es jetzt später bei der Wiedergabe auf YouTube oder eben jetzt gerade und hat Bock mit Cedric Gamer 14 Generation Zero zu spielen, ja, einfach melden. Das wäre das Einfachste. Aber ich finde das immer bemerkenswert. Es gibt wirklich immer wieder, bis Miscreated haben wir das auch, immer wieder Leute, die uns anschreiben, fragen, kennt ihr nicht jemanden, der mit uns spielen würde? Okay, ich gebe zu, das ist ein bisschen übertrieben. War doch nicht übertrieben. Wartet der auf uns? Ja. Ich hab nur eine Drohne. Könntest du mal aufhören nachzuladen? Danke. Also was man klar sagen muss, alleine spielen, glaube ich, wenn man eben halt hier mit den Feuerlöschern eben zu tun hat, das ist, glaube ich, wirklich scheiße. Weil dann hast du wirklich immer die Situation, dass du im Brathähnchen wirst. Gibt es hier noch eine Drohne? Ich weiß allerdings nicht. Haben es gesehen? So, ich bin am Fahrrad. Ah, das ist sein Fahrrad. Scheiße, ich bin ja ganz hinten. Ansonsten, was ich an dem Spiel wirklich liebe, ist die Grafik in speziellen Nachts. Warum bleibt er denn einfach stehen? That was awesome. Thanks for clearing the path. Let's hope we don't run into any more of those. Ich glaube, das war falsch getriggert. Aber es gibt einfach doch recht viele Leute, die mit Science Fiction nichts anfangen können. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier zwischen nur einen gesehen, aber. Ah, da war es ja doch. Du hast 10. Ja. Er wollte auf den Laster springen. Ah. Stell dir mal vor, jetzt ist das Spiel zu Ende, nachdem das Ding gesprengt wurde. Das wäre aber ein sehr kurzes Entkommen. Aber mal sehen. Und, die Leute, die auf YouTube zuschauen und Cedric Gamer 14 halt kontaktieren wollen, einfach, wie gesagt, einfach auf der Homepage anschreiben. Von uns und ich schreibe ihm dann weiter an. Machen wir gerne. Aber an der Stelle für YouTube endet die Folge hier. Ne? Bis dann. Tschüss.